Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer. Nachdem ihr im letzten Video vielleicht schon gesehen habt, dass ich Blumenzwiebeln mir besorgt habe, möchte ich nun euch zeigen, wie man sie richtig im Garten einpflanzt. Das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Also wenn ich das schaffe, dann schafft das wirklich jede. Und wir beginnen, indem wir uns mal hier unsere Zwiebeln suchen. Je nachdem, eure sind vielleicht größer oder kleiner oder haariger oder weniger haarig oder kriegen schon so einen Trieb. Aber in diesem Fall hier sind es simple Zwiebeln, welche man einfach so in die Erde geben kann. Und zwar sucht man sich hierfür erstmal eine passende Stelle, das ist nebenbei erwähnt Krokus. Sucht man sich hier eine Stelle, die gut geeignet ist, wo man auch lockeren Erdboden hat, wie hier. Und normalerweise könnte man jetzt eine Schaufel zur Hand nehmen, aber da diese Zwiebeln hier wirklich sehr klein sind und eine Schaufel nicht zur Hand ist, zeige ich euch jetzt einen Trick. Und zwar nehmt ihr einfach euren Finger und macht damit so eine Art fingertiefes Loch, denn ihr könnt sehen, die Größe ist ungefähr übereinstimmt. Und wenn man das jetzt erkennt im Video, lege ich die Zwiebel hier herein in das Loch. In das Loch. Und bedecke sie mit Erde. Sie sollte nicht zu tief bedeckt werden, nicht zu tief eingesteckt werden, damit sie ausreichend Licht und Wasser erhält. Und wenn ihr eine Zwiebel habt, die Triebe entwickelt, könnt ihr nämlich auch darauf achten, dass der Trieb nach oben zeigt. Also die Spitze sozusagen. Es ist, wie gesagt, sehr einfach. Man macht ein fingertiefes Loch und steckt dort seine Zwiebel herein. Vielleicht habt ihr ja direkt schon einen ganzen Landstrich dafür vorbereitet. Dann könnt ihr die Löcher natürlich auch akkurater anlegen. Aber hier, denke ich, werden in wenigen Wochen dann richtig schöne Krokusblumen erblühen. Und das ist doch schon eine sehr spannende Geschichte. Und ich denke, damit habt ihr jetzt ungefähr einen Überblick darüber erhalten, wie man Blumenzwiebeln einpflanzt. Ich denke, das ist tatsächlich weniger schwierig, als ihr denkt. Und damit bedanke ich mich auch schon fürs Zuschauen, für dieses kurze Video, wo ihr jetzt gesehen habt, wie man Blumenzwiebeln richtig einpflanzt. Danke fürs Zuschauen und schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu läuten, Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquariane.